Moin Moin ihr Rabauken, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin2.de auf dem Server Chimera. In dieser Folge werden wir wieder ein bisschen switchen. Wir werden auch am Yohara Equipment arbeiten, denn ich habe vor, mir eine neue Kette zu machen, eine Elementar-Dev-Kette. Welche, das werdet ihr im Video sehen. Vorab eine kleine Info, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, dann registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch meinen persönlichen Instant Gaming Link, über den ihr Rabatte auf gewisse Spiele erhaltet, sowie günstige an Guthabenkarten drankommt auf der Seite Instant Gaming. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr auch über meinen Link kauft. Das Ganze ist für euch kein Mehraufwand, es ist einfach nur ein kleiner kostenloser Support für mich. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video, haltet die Ohren steif, let's go. Da ich auf der Yohara-Map meistens auch sehr viele Feuermädchens klatsche, habe ich mir überlegt, so komm, für die Feuermap würde es sich wahrscheinlich lohnen, so eine Holzhalskette zu kaufen. Hier ist eine plus 9 für 100k im Angebot, die holen wir auch direkt mit. Da brauchen wir das Geld auch nicht umzuwandeln. Ja, Edda habe ich auf jeden Fall noch genug auf einem anderen Char. Sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ding bonieren. Ich habe gerade noch mal 200 Mondis geöffnet und ich habe jetzt vor, die Halskette hier noch ein bisschen zu uppen mit den 7 Drachensegis. Hier schauen wir mal, wie hoch wir das Ding überhaupt bekommen. Ja, dass die runtergeht, das war mir schon klar. Deswegen habe ich hier auch schon 3 von den Dingern vorbereitet. Also plus 9 werden wir die wahrscheinlich nicht bekommen mit den Drachensegis. Auch wenn wir das letzte Mal Glück hatten, als wir die geuppt haben, ist das, glaube ich, nicht der Regelfall, dass die mit Drachensegis gut hochgeht. Ja, und jetzt wird sie wahrscheinlich failen. Oh, okay, gut, sie ist wieder plus 5, genauso wie vorher. Also, das ist ein ewiger Kampf. Das Pferd haben wir jetzt auch relativ schön gefüttert. Da könnten wir jetzt versuchen, das Pferdelevel zu erhöhen. Es ist aber leider fehlgeschlagen. Oh, warum schlägt das bei mir immer fail? Wir haben relativ schnell jetzt auch schon die ersten 3 Sachen in unserem Shop hier verkauft. Und zwar sind die 3 Sachen hier oben weg, das waren so ein paar Fragmente, die haben wir für insgesamt fast, ja, also für 95k circa verkauft. Und da wir da jetzt wieder einen Platz haben, habe ich mir wieder gedacht, so komm, ein paar DR-Gutscheine kann man sich ja mal wieder gönnen. 3 Stück insgesamt, die stellen wir jetzt wieder in den Shop rein für insgesamt 1,39 Won das Stück. Mal schauen, ob die dann auch wieder so schnell weggehen wie die letzten. Ja, ich habe auch gerade herausgefunden, dass hier jemand einen Turban verkauft mit 15 Feuer, 10 Halbmenschen. Den werden wir uns jetzt gönnen. Warum werde ich mir den kaufen? Ganz einfach, ich brauche 10 Halbmenschen für die Grotte und 15 Feuerwiderstand brauche ich für die Metins, die ich klatsche. Deswegen kaufen wir uns den und wir werden unseren alten Turban, den wir jetzt aktuell noch drin haben, wir haben hier nämlich einen für 2,9 Won drin. Es ist ein bisschen zu teuer, da müssen wir leider mit dem Preis runtergehen. Den werden wir jetzt auch für, wie gesagt, für 2 Won reinstellen. Und ja, jetzt können wir auch unser richtiges Turban-Gedöns hier ausziehen. Da haben wir 10 Halbmenschen, 6 Blitz drin. Ziehen wir lieber den hier an und den werden wir dann auch in den Shop stellen. Auch ebenfalls für 2 Won. Jetzt muss ich nur gerade die 10 Sekunden abwarten, so wie es immer schon war hier in dem Spiel. Dann holen wir einfach das Kampfrausch FB raus, machen hier auch das Ding rein für 2 Won und dann hoffen wir, dass wir das schnell verkauft bekommen. Jetzt versuchen wir hier mal die 5 Bonis draufzuziehen auf die Holzhalskette. Der erste hat geklappt, der zweite hat geklappt, der dritte hat gefällt, der vierte hat gefällt, der fünfte hat geklappt. Ja, ich habe aber hier noch ein paar Chars stehen, also das machen wir gleich weiter. So, weiter geht's mit der Kette. Förderbonus ist drauf, damit ist die Kette fertig. Ah, ja. Aktuell ist das Switcher-Event und ich habe mir gedacht, komm, du könntest ja mal, jetzt da das Switcher-Event ist, auch mal die Kette hier switchen, denn ihr habt jetzt 5 Bonis und vielleicht kriegen wir ja einen guten Boni rein. Schauen wir mal nach. Erster Switcher ist schon mal komplett Müll. Zweiter Versuch, leider Gottes auch. Haben wir noch einen dritten? Nee, aktuell noch nicht. Die nächsten 2 Switcher sind am Start. Schauen wir mal nach. Bumm, 1,5 TP, 5 MP Absorb, 2 Crit, das ist mir leider nicht gut genug. Und 1k TP, 4 Young und 6 Pfeil, schade. Wieder 2 Switcher am Start, schauen wir mal, ob die jetzt was bringen. Erster Versuch, okay, das war nix. Und 1k TP, 6 Pfeil, 5 MP Absorb ist immer noch genauso schlecht. Und noch ein Switcher haben wir am Start, mal schauen. 1k TP und Rest Müll, schade. Die Buff hat auch ziemlich viel verkauft in ihrem Laden und zwar die ganzen Inspirationsdinger hier. Also das ist schon ziemlich chillig, dass es 160 KK gab. Und Leute, die Lichtstern-FBs,
Die werden einfach nicht gekauft. Die werde ich jetzt gleich rausmachen. Ich werde den Shop mal gerade neu machen und die ganze andere Scheiße reinbuttern. So, der Shop ist wieder gefüllt. Ich habe hier ein paar Inspirationen des Novizen reingeklatscht. Insgesamt, glaube ich, 20 Stück sind das. Dann Präzisionsbücher habe ich für 20 Kake reingemacht. Die gehen aktuell sehr, sehr gut weg. Ein paar Sachen hier noch ein bisschen geordnet. Und ich würde sagen, dann warten wir mal ab. Vielleicht kriegen wir morgen den ganzen Shop verkauft. An Wunder darf man ja glauben. Aktuell habe ich nochmal 3 Switcher vorbereitet bzw. gefarmt. Die werden wir jetzt auch noch über die Holzheizkette ziehen. Ja, da haben wir jetzt 5 Crabs geswitcht. Ich mache das mal so nach unten, dann sieht man es besser. 1 KTP, 5 Ohnmacht und der letzte bringt uns 5 Crabs. Ja, schade, das war nix. Moin, moin, wir schauen direkt mal in unseren Shop rein, ob wir was verkauft haben. Und tatsächlich haben wir 176 Kaka eingenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schick. Wir haben hier die ganzen Inspirationen des Adepten verkauft und des Novizen haben wir hier auch ein paar verkauft. Die Präzisionsbücher sind leider noch da. Der Shop geht noch 9 Stunden. Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich das alles rausnehmen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da genug Platz ist. Nee, wahrscheinlich wird das so sein, dass hier nicht genug Platz ist. Ja, ich werde jetzt mal kurz den Shop neu stellen. Ich zeige euch dann gleich, wie das Ganze aussieht. Unser anderer Shop ist auch abgelaufen. Da haben wir auch 171 Kake eingenommen. So sieht das Ganze aus. Da müssen wir das jetzt auch alles rausmachen und dann werde ich da auch gleich den Shop neu stellen. So, der Shop auf der Buff ist jetzt gestellt. Ich kann euch den mal kurz zeigen, wie ich den aufgebaut habe. Ich habe jetzt hier wieder alles reingepackt. Das einzig Wichtige hier, muss man sagen, ist die Flamme. Die habe ich für 75 Kaka jetzt reingemacht. Und hier noch ein paar Erdbeben und Lichtsterne FBs für 10 Kaka. Ja, mal abwarten, wie viel wir davon bis morgen verkaufen. Jetzt haben wir auch noch den letzten Shop gestellt, beziehungsweise den nächsten Shop. Und zwar haben wir den auch mit Petfutter wieder gefüllt, weil ich aktuell sehr viel Petfutter farme. Und hier haben wir die Reste aus den anderen Shops reingemacht mit 40 Fragmenten von den roten und von den violetten. Und ja, so sieht es aktuell aus. Auf unserem Petfutter-Shop, den wir gestern erstellt haben, waren, ihr seht, haben wir 203 Kaka eingenommen durch den ganzen Firlefanz, den wir hier unten drin hatten. Hier oben Petfutter verkauft, dies, das, Ananas, sehr, sehr, sehr schick. Den werde ich jetzt einfach mal gerade kurz nochmal füllen, aber einzig und allein mit Petfutter, deswegen werde ich euch das gleich nicht zeigen, weil das ist, denke ich, mal ein unnötiger Clip, wenn ich hier die Ekstasefächer einfach reinmache und so. Ich habe wieder ein bisschen was für euch vorbereitet und zwar geht es jetzt wieder um 22 schimmernde Muscheln und insgesamt 38 perfekte Schlüssel, die wir hier draufziehen werden. Schauen wir mal nach, was da so rauskommt. Wäre natürlich geil, wenn wir wieder mit einer schimmernden weißen Perle starten. Steinstück, Steinstück, Steinstück. Ja, ist ja noch keine Perle dabei gewesen. Komm schon, wenigstens eine. Die letzten zwei. Boah, das tut weh. Keine einzige Perle bekommen, leider. Gut, da haben wir schon mal ein Fischereibuch, eine Medaille des Drachen, Trollhorn, Argus, Zahn, Rohmetallplatte, eine Segi, Schmiedestallplatten, Trollhorn. Ey, wenn wir jetzt hier auch kein einziges Schmuckstück rauskriegen. Die letzte. Ey, krass. Okay, jetzt die Ohrringe. Ein Nachtjedit, ein Sonnenjedit, ein Erfahrungsring, Nebeljedit, Johara-Medienstein ist Müll. Nebel, 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 Nacht-Jedit-Ohrringe, Halleluja, Sonn-Jedit-Ohrringe, Nebel-Ohrringe und die letzte Truhe Fischereibuch, oh je. Also da haben wir mit den Truhen wahrscheinlich richtig reingeschissen. Schauen wir mal nach, kein Doppelprezi, kein Doppelprezi und kein Doppelprezi, aber dafür schon 2 Bonis, das ist doch ganz nice. Kann man dann ein bisschen teurer verkaufen oder wir bonieren sie zu Ende. Muss ich mal schauen, wie wir das machen, aber ja, da haben wir mit den Truhen echt reingeschissen. Der Shop vom Sucher sieht aktuell so aus, dass wir hier 4 Won und 199 Kaka eingenommen haben durch Kleinzeug und Fragmente. Die DR-Gutscheine sind tatsächlich für 1,4 Won weggegangen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schick. Dementsprechend habe ich mir nochmal 3 Stück gekauft und dieses Mal werden wir die für 1,445 reinmachen. Bin gespannt, ob sie dann auch nochmal weggehen. Ich will hier wirklich so quasi das Maximum austesten von den DR-Gutscheinen, was möglich ist. Ansonsten werden wir jetzt mal experimentell 10 Nachtjedit in den Shop machen für 50 Kaka. Da sind aktuell 5 Nachtjedit für 50 Kaka drin.
Aber ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Nachtedit auf dem Server hier gut gekauft wird. Ansonsten werden wir 100 gelbe Fragmente reinstellen, allerdings nicht für 60 Karker, sondern für 50 Karker. Das heißt, jemand, der ja ein bisschen häufiger 6. und 7. abgibt, kann sich das gönnen. Auch 100 violette Fragmente werden wir für 50 Karker in den Shop stellen. Und da sehe ich auch schon, dass die... Ja, okay, gut. Ich mache die 10 grünen Glanzfragmente hier oben rein. Vielleicht kriegen wir die ja noch hin für 20 Karker. Ja, das geht noch. Ich wandle kurz das One um und dann mache ich die Violetten für 50 rein. Das muss ich jetzt, denke ich, aber mal nicht zeigen. Wieder ein Tag ist zu Ende und wir haben sehr viel verkauft. Tatsächlich sind die DR-Gutscheine auch direkt gestern gekauft worden. Das provisorische 10er-Stack an Nachtedit ist auch weggegangen. Also da haben wir und zusätzlich noch 200er Fragmente-Stacks haben wir verkauft. Und eine Cobra-Friese bzw. die andere Frisur für 2 Won wurde verkauft. Da habe ich jetzt aber schon was anderes reingemacht. Insgesamt sind das 8 Won, die wir jetzt aus dem Shop rausholen. Das schmeckt natürlich. Ich habe nochmal einen 50 DR-Gutschein gekauft. Den werde ich jetzt dieses Mal aber einfach nur, um es auszuprobieren, mal für 2 Won reinstellen. Ich bin gespannt, ob der dann auch wieder gekauft wird. Das ist der letzte DR-Gutschein, den ich mir kaufen kann. Ja, dann machen wir die andere Nachtedite, machen wir auch wieder für 50 Karker provisorisch rein. Kann ja sein, dass die trotzdem nochmal gekauft werden. Wäre auf jeden Fall schick. Ah, immer mit diesem Gesamtwert da. Scheiße. Ja gut, ich mache mal gerade den Shop neu, dann sehen wir uns gleich. Der Shop ist wieder voll. Ich habe jetzt hier die Fragmente umgebastelt und die Nachtedit habe ich jetzt doch für 75 Karker reingestellt. Ist immer noch der günstigste Preis-Leistung, die günstigste Preis-Leistung, die ich jetzt hier drin habe, mit dem Rest verglichen. Und ja, Graus Glanzfragment für 5,5 Karker, DR-Gutschein wie gesagt für 2 Won. Hier noch 200er Stacks von Fragmenten und dann schauen wir mal, ob die morgen weg sind, die DR. Wäre auf jeden Fall crazy, dann ja, da sind die DR-Preise echt am explodieren. 9 Drachensegis sind wieder am Start. Mal gucken, 9 Drachensegis versus Nachtedit-Halskette, wie hoch sie dieses Mal geht. Schauen wir mal. Ja, schauen wir auf plus 6. Oh, auf plus 7 brauchst du direkt eine weiße Perle. Die muss ich wieder original nachkaufen. Ja, man kennt es, ich bin mir immer bestens vorbereitet hier. Machen wir mal eine für 5 Karker. Oh, sie ist auf plus 7 gegangen. Ja, das war so klar, dass die jetzt auf 8 wieder failt. Ich hätte sie auf 8 tatsächlich dann erstmal gelassen, beziehungsweise nur mit Schmiedebüchern auf plus 9 probiert, weil ja, mit Drachensieges ist die Abchance, glaube ich, nicht so gut, dass man da auf plus 9er hustlen sollte. Oh, sie ist wieder auf plus 6 gegangen. Ich glaube, das war letztes Mal auch absolutes Oberglück, dass ich die plus 8 mit Drachensieges gemacht habe. Weil das hier ist, ja, doch schon ein bisschen schwieriger zu appen. Jetzt ist sie wieder auf plus 3 runter, das heißt im besten Fall ist sie nach den neuen Drachensegis jetzt plus 5. Gucken wir mal nach. Ja, sie ist wieder plus 3, dann mache ich sie schnell wieder plus 4 und dann waren das auch schon wieder 9 Drachensegis. Ich mache das immer so peu à peu, also immer mal so zwischendurch die Nachtedit-Halskette hier appen, weil die ist auf plus 9 nämlich echt viel wert und auf 9 würde ich dann auch den 6. und 7. adden, aber so lohnt sich das noch nicht. Es ist soweit, wir haben tatsächlich wieder einen Rubinversuch auf Antik. Hoffentlich klappt das dieses Mal auch. Ja, es hat gefailt. Verdammt, das wären 2,5 Won gewesen, die hätte ich gerne mitgenommen. Schade. Die nächste kleine Up-Challenge steht jetzt an und zwar werde ich nochmal hier 18 Drachensegis auf die Nachtedit-Halskette plus 4 ballern. Mal schauen, wie hoch sie im Endeffekt ist. Ich habe auch schon 5 von diesen Kriegesschriftrollen direkt wieder vorbereitet. Oh, der ist jetzt schon mal auf plus 5 gegangen und auf plus 6 wieder kaputt. Ah, das kann ich noch gar nicht verwenden, stimmt. Sie ist wieder auf plus 5. Sie ist auf plus 6. Ja, war schon mal ein 7er Versuch wieder dabei. Ah, ich habe irgendwie aus Reflex, will ich immer die Schriftrolle des Krieges verwenden, obwohl ich die ja noch gar nicht verwenden muss. Jetzt muss ich sie wieder verwenden. Ja, nee, sie ist wieder runtergegangen. Also die Materialien, die man hier farmt, die sind echt schnell weg, muss man sagen. Wenn ich einmal hier so eine Kette abbe mit ein paar Drachensiegis, da fliegt das Material ja wirklich über den Tisch. Das ist absoluter Wahnsinn. Jetzt haben wir hier noch, ja, noch ein, das hier ist jetzt die letzte Schriftrolle des Krieges. Ja, das war's, da muss ich jetzt nochmal eine nachkaufen. Vielleicht reicht das ja aus, vielleicht geht's ja jetzt auf plus 8. Ja, nee, das Wunschdenken.
Aber diesen Nachtedig-Schmuck hier zu uppen ist quasi genauso. Habe ich jetzt keine Materialien mehr? Du hast nicht genügend Materialien? Ah, okay, gut. Dann flitzen wir mal ganz kurz nochmal zum Lager. Da habe ich nämlich noch ziemlich viel von dem Zeug. Ich bunker das aktuell immer. Beziehungsweise, wenn ich es gefarmt habe mit dem Aufhebepad, dann ja, versuche ich es natürlich zu verwenden. Dementsprechend kann man natürlich dann die Halskette hier ein bisschen hochschrauben. Beziehungsweise man kann es versuchen. Ja, sie ist auf plus 3. Also wir hatten in dieser kleinen Absession jetzt tatsächlich nur einen plus 7er Versuch. Bei 18 Drachensäge ist das schon happig. Ich finde es krass, dass wir es überhaupt mal bis plus 8 geschafft haben, muss ich ehrlich sagen. Also die Dinger hier zu uppen, das ist echt schon Krise.